Anale LS 19 Freunde und willkommen hier auf der Map Mühlenkreuz Mittelland zu der berühmten Long Long Farm zu Part 9 und 60 der dritten Staffel. Mein Name ist Patrick. Unterstrich Gamer Unterstrich 02. Seid ihr bereit? Yeah! Wow! Das gibt es nicht! Wir sind wieder da! Meine Güte! Ja. Twitch hat hier echt lange genug Probleme gehabt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen hatte ich auch die ganze Zeit nicht gestreamt. Ja. Weil sie halt eben so massive Probleme hatten. Ich konnte nicht kein Video mehr hochladen. Und, was sollte ich machen? Ja, so. Ich hoffe doch, ihr seid alle bereit für die Long Long Farm! Yeah! Oh, 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 yeah! Wow! Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Deswegen müssen wir einfach gleich mal gucken. Wir steigen mal in den Verrissen ein. Oh ja, stimmt! Wir waren ja gerade am mit dem Saatgut am Auslegen. Stimmt. Aber bevor ich das jetzt hier irgendwie machen kann, muss ich mich nochmal auf ProSieben Max anmelden. Weil ich hatte jetzt letzte Woche die Raw-Ausgabe verpasst und die Smackdown-Ausgabe. Und das wollte ich dann jetzt mal eben wiederholt haben. Also die Wiederholung mir angeschaut haben. So, jetzt muss ich nochmal eben kurz das Passwort auf den Laptop eingeben. Ach, was mache ich denn da jetzt? Ja doch, ist doch richtig. So, und dann machen wir mal den Ferguson an. Und dann machen wir mal weiter mit den Sackgut ausfahren. Wir tun zwar ein bisschen die Beine weh von der Arbeit. Ja. Aber das ist ja ehrlich gesagt egal. Stahlkappenschuhe heute angehabt, mal wieder 6 Stunden. Und dann muss ich halt einfach da durch. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier erstmal schön weiterfahren. Weil das haben wir jetzt ja wirklich lange nicht mehr gespielt. Wir hatten jetzt in der letzten Zeit die Sims 4 gespielt. Auf jeden Fall. Habe ich ja das so. Ich habe ja das Star Wars Pack von die Sims 4. Und kann da jetzt auch mein Kindchen. Ja. Namens Vanessa.
kann ich dort halt einfach ein Laserschwert verpassen. Das habe ich auch getan. So, jetzt ist das nur die Sache. Soll ich den ihr jetzt ein Haustier geben? Ein Hund oder eine Katze, weil sie muss sich dann halt eben das. Die Vanessa muss sich dann halt eben darum selber kümmern. Ja. Deswegen. Deswegen, da muss man dann einfach gucken, ob ich ihr jetzt ein Haustier schenke oder nicht. Weil, wie gesagt, die muss sich um das Haustier selber kümmern. Deswegen. Na, muss ich aber einfach mal gucken später. Da werde ich natürlich nicht streamen, die Sims 4, weil ich da cheaten tue. Und deswegen. Auf jeden Fall fahren wir jetzt hier noch mit den Ferrissen über unsere Felder. So, und dann packen wir jetzt hier auf Feld 21 natürlich auch noch Sojabohnen. Und auf jeden Fall bin ich tierisch aufgeregt, denn wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Er ist wieder da. Hallo, ich bin es, Patrick, Unterstrich, Gamer, Unterstrich, 02 ist wie der da. Ich bin der einzigste Wahre. Patrick Unterstrich Gamer Unterstrich 02. Der einzig wahre Champ. Ich bin der Champ. Ich bin wieder da. Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön.
So fühlt sich das doch noch viel besser an, dass ich doch einfach wieder da bin. Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. So. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier weiterhin auf Feld 21 unterwegs. So. Ja, was gibt es Neues zu erzählen? Ja, ganz einfach. Wir hatten jetzt hier am Wochenende Polizeieinsatz bei mir zu Hause. Und warum? Weil der Nachbar ein Psychopath ist. Ja, musst dir mal vorstellen. Komme ich Freitag von der Arbeit? Ja. Handy im Hausflur, Türe aufgebrochen vom Nachbarn. Ja. So, und hab dann angestellt, da hat keiner aufgemacht, hab die Polizei gerufen, kam dann erstmal dreimal bei der Feuerwehr raus, muss man sich auch mal vorstellen, rufe ich die 110 an, wo komme ich raus? Bei der Duisburger Feuerwehr. Ja, anstatt dann bei der Polizei. So, auf jeden Fall hat sich dann gesagt gehabt, die sollten mich doch mal bitte verbinden mit der Duisburger Polizei, dann haben die das dann gemacht. Ich habe den Einbruch gemeldet. Und was war gewesen? Der Nachbar hat sich die Türe selber aufgebrochen. Was für ein Trottel. So, dann habe ich die Polizei zurückgepfiffen natürlich. Ja. Und was war dann gewesen? Am nächsten Tag hatte der Besuch gehabt von seiner Freundin. Was macht der? Er tut sich schlagen. Aha. So. Die geht hin, ruft die Polizei, er geht noch hin, ja, schmeißt aus einer Dachgeschosswohnung eine Handtasche raus. Ja, ein Psychopath. Was anderes ist das gar nicht. Der Nachbar ist wirklich ein Psychopath. Ja, hat er der Polizei noch an den Kopf geworfen, dass er die Handtasche aus dem Fenster geworfen hat. Also, Psychopath vom Allerfeinsten. Ja. Also, da fehlen manchmal echt die Worte bei so ein Psychopath. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Aber was wollt ihr machen? Es gibt einfach so welche und so welche. Ja, und das sind einfach für mich einfach nur noch, ehrlich gesagt, gehabt Psychopathen und mit denen ehrlich gesagt müsste ich damit auch so welchen Nachbarn nichts zu tun haben. Muss man ganz einfach sagen, das sind für mich Psychopathen. Die verdienen einfach auch keine Aufmerksamkeit. Muss man ganz einfach klipp klar sagen. Und zu der Meinung stehe ich auch.
Deswegen. Ja, aber es bringt doch nichts. Einen Augenblick, wir kommen gleich wieder. Ich muss nicht nur mal kurz in meiner E-Mail gucken, weil ich da eine E-Mail bekommen habe, die sehr wichtig ist. So, da bin ich wieder. Ne, ich hatte nur mal ein kurzes gelesen in der E-Mail. Was anderes war das jetzt eigentlich gar nicht. So, auf jeden Fall bin ich jetzt für euch wieder regelmäßig am Streamen freut euch drauf. So. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier immer noch an Feld 21 dran. Und das wird noch ein bisschen dauern hier. Wir machen das jetzt hier alles fertig. Kümmern uns danach uns um die Tiere. So.
Ach, mal wieder ein paar Fakes-Account. Ach, Jungs, das ist doch nicht nötig. Das wisst ihr doch, dass das nicht funktioniert bei mir. Ihr seid so albern. Mal in kurzer Hand ein paar Fakes-Account zu stellen. Ist das euch nicht langsam zu blöd? Ihr könnt euch echt nur ein Leid tun. Mit euren blöden Fake-Accounts. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Ist das euch nicht langsam peinlich? Ihr seid peinlich, ole! Peinlich, ole! Dass es euch ja überhaupt gibt. Es ist so peinlich. La. Einmal hin, einmal her, so ist das Leben. Faul sein ist wunderschön, so ist das Leben gut. Aber manche gehen arbeiten und das ist noch besser. La 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 la. Und wer diese Fake-Accounts macht, der ist doch nur ein Schlappschwanz. Faul sein ist wunderschön, so ist das Leben gut. Einmal hin, einmal her, ja. Wer diese Fake-Accounts macht, sind doch nur Schweinepriester. Die wurden von Schwein erzeugt, la 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 la. La 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 la. Wer diese Fakes-Account macht, der hat sein Leben verloren. Der wurde doch nur von Schwein gezüchtet, ja. La 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 la. So.
Auf jeden Fall sind wir jetzt hier erstmal noch an das Feld 21 dran. Einen Augenblick mal, ich muss mal kurz nur ein Foto machen und das mal meinem Bruder schicken. Ja, ich schicke das hier nachher. Mal gucken, wie er darauf reagiert. So, dann fahren wir mal weiter. So, auf jeden Fall. Der wird jetzt hier gleich fertig. Auf Feld 21. Und das mit den Ferguson. Genau, mit den Ferguson sind wir unterwegs. Die wollen wir so richtig runter haben. Das heißt, wirklich kaputt fahren, bis es nicht mehr geht. Oh. So.
So, da sind wir gleich fertig. Auf dem Feld von 21. So, und dann gucken wir uns gleich mal die Tiere an. So. Ja, gucken wir uns jetzt mal an. Genau, so sieht das aus. So muss das sein. Eine Feldarbeit, die ordentlich gemacht worden ist. So sieht es halt eben aus. Genau. So. Da gucken wir uns jetzt mal die Tiere an. Ja, die Tiere. Oh. Wir verkaufen jetzt erst gleich die Milch. Ja, wir verkaufen die Milch. La 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 la. La 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 li la la lu la 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 Boah, der Firmen sieht doch auch echt dreckig wieder aus. Aber das stört uns jetzt erstmal ein wenig nicht. Denn wir kamen ja auch weg von der Feldarbeit. Das heißt, wir schnappen uns jetzt erstmal den Anhänger. Den brauchen wir nämlich jetzt einmal und fahren dann jetzt zum Hof 4. So. Ich hoffe doch, ihr seid doch alle froh, dass ich wieder da bin mit der Long Long Farm.
Soweit wie wir jetzt auf Hof 4 gleich angekommen sind, werde ich mal kurz 5 Minuten Pause machen. Wir haben jetzt natürlich vergessen, den Blinker zu setzen, aber das ist jetzt uns ehrlich gesagt pieps egal. Weil wir sind jetzt eben halt hier. Erstmal unterwegs. So. Oh ja, einer meiner Lieblingslieder. Okay. There's an angel among these small slaves. Sing it as often see them dark. The angel sees a rainbow fall. Ich sag mal bitte 5 Minuten. Me. Danger sustain. So, der Anhänger ist vollgeladen. Perfekto. Und dann fahren wir mal den jetzt wieder zurück zum Hof 1. La 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 la
Deswegen. Oh, guten Tag, mein Weg, Action. Allah, Allah, Action. Wow. As I was on fire, nothing they could take me. Nothing will break me. Now we're done with all. Without to take me. I've been in leisure this day. So. Ihr könnt mir ruhig folgen auf YouTube unter Patrick-Gamer-102. Dort findet ihr mich dann. Oh, ein Augenblick, da geht das Telefon. Ja.
So, ich bin wieder da. So. Ja. Oh ja, Street Home in Philadelphia. 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 Street of Philadelphia. Was für ein schönes Lied. Ich muss eigentlich die CD haben. Von Bruce Springsteen. Street of Philadelphia. So. Dann machen wir jetzt hier einmal die Kühen sauber. So. Und jetzt haben wir wieder zur Hof 3. Und machen dann dort mal eben die Schafe sauber. Weil die müssen ja auch mal wieder sauber gemacht werden. Und es wird jetzt so sein, dass wir jetzt hier erstmal die Tiere kümmern und danach gucken wir mal nach einem schönen Auftrag, den ich mit den Ferguson machen kann. Weil ich will diesen Ferguson komplett runter haben. Deswegen lasse ich den John Deere auch komplett stehen. Alle Missionen werden jetzt erstmal nur mit den Ferguson gefahren. Das ist der Plan. Ja, ich bin ein bisschen müde. Aber ich will das jetzt so machen, dass ich jetzt hier tagsüber wach bleibe und nachts dafür besser schlafe, abends, dass ich früh ins Bett komme. Weil ich muss halt eben, ich muss morgens um 4 Uhr aufstehen. Geht nicht anders. Ja, ich muss morgens um 4 Uhr aufstehen, weil ich brauche mindestens mal 2 Stunden, da ich wirklich wach werde. Ja, da ich dann wirklich sagen kann, ich bin jetzt topfit für die Arbeit. Und dann brauche ich schon mal eine 2 Stunden mindestens. Und deswegen. Einen Augenblick, ich muss mich da wieder anmelden. Mein Gott, ne, hier, Quatsch-Call.
Weil ich kann mir kaum Passwörter merken. Das ist es bei mir, das Problem. So war das. Mein Gott, nee, hier. Nee, weil da kommt nicht nachher die neue Folge von Kobayashi auf Crunch Call. Und die wollte ich doch gerne geguckt haben. Und deswegen. So, jetzt wollte ich mir mal geguckt haben, wie ein Auftrag. Ernten, Feld 13. Feld 13, wo haben wir das denn nochmal gehabt? Feld 13. 16, 14, 15. Ach ja, da. Ja, jetzt weiß ich wo. Oh. Feld 15. Wie war Feld 15? Zum Umgraben. Passt doch schon. Mal gucken, ob das klappt, so wie ich mir das vorgestellt habe. Da ich den Ferguson komplett runterkriege, dass da nichts mehr funktioniert. So. Jetzt muss ich gucken. Ach, der Kobe steht hier drin. Perfekt. Wo habe ich das Gewicht? Weil ohne Gewicht kann ich nicht losfahren.
Gucken wir mal nach, was ist. Ach da. Schon gefunden. Schon gefunden. So, dann sind wir jetzt auf dem Weg zum Feld Nummer 15. Einmal umgraben. Auf Feld 15. Der Bauer hat bestellt, einmal umgraben. Und dann fahre ich natürlich auch dorthin. Nehme natürlich den Ferguson, um den so richtig kaputt zu fahren. Ich lasse ihn jetzt auch nicht reparieren oder so. Hier wird dieser grüne Balken unten rechts wirklich richtig runter haben, bis es nicht mehr geht. So. Freue mich auch schon auf 21 Uhr. Da kommt nämlich die neue Folge von Kobayashi auf Crunchcore. Und darauf freue ich mich ja jetzt schon. Ja, die neue Folge, ja, es kommt ja drauf an, wie ihr es halt einfach sehen wollt. Alle Folgen sind ja schon raus von Kobayashi. Aber es geht aber einfach nur darum, dass ab 21 Uhr die deutsche Verfassung von Kobayashi halt eben draußen ist. Also in deutscher Synchronsprache Verfügung ist ab 21 Uhr. Weil ich habe die Serie angefangen auf Deutsch zu gucken, dann muss ich jetzt auch weiter gucken, weil die Stimmen dann wirklich extrem unterschiedlich sind. Und deswegen. Und da muss ich jetzt halt einfach immer warten, eine Woche lang, bis dann einfach immer wieder eine weitere Folge zur Verfügung steht für mich. Was anderes ist das ja gar nicht. Alle Folgen der Long Long Farm findet ihr auf YouTube unter Patrick unterstrich Gamer unterstrich 02. Ja, normalerweise bin ich ja immer ab 19 Uhr live. Aber wir werden diesen Zeitplan ein bisschen umschreiben. Da steht fest, dass wir den ein bisschen umschreiben werden. Und dann passt das schon. Und deswegen müssen wir mal gucken. Ich lasse es aber trotzdem jetzt erstmal so auf 19 Uhr stehen. Ja. Aber ich werde es noch ändern. Und dann werden wir das schon irgendwie, kriegen wir schon alles geregelt. Ja, wir kriegen ja schon alles hin. Deswegen. Wir machen jetzt noch hier eben das Feld fertig. Einmal komplett für den Bauern. Wie heißt der? Uwe Zickler. Ui, Uwe. Bist du so faul? Aber das macht doch nichts, Uwe. Denn du bezahlst mich natürlich für eine saubere Arbeit. Ganz einfach. Nicht wahr, klein Uwe? So.
Auf jeden Fall sind wir jetzt hier erstmal für den Bauernkollege Uwe hier erstmal auf das Feld unterwegs, um den das umzukramen, dass er da ja eine neue Fruchtsorte anbauen kann. Und so kriegen wir dann auch leichter den Ferguson runtergenudelt. Muss man dazu sagen. Und deswegen müssen wir mal gucken. Weil ich muss nicht gleich noch einkaufen gehen. Und deswegen. Und das muss ich natürlich alles alleine machen. Noch 13 mal 14, 15 Tagen. Noch 15 Tagen, dann anfallfrei 5 Jahre von den scheiß epileptischen Anfällen. Ey, das gibt einen Grund zum Feiern. Würde ich mal behaupten, nicht wahr? La 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 sagen auf Wiedersehen la 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 la. Oh Paddy, oh Paddy Paddy, oh Paddy, oh Paddy Paddy, oh Paddy, ja der Paddy, ja der Paddy, Paddy Paddy, Paddy 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 The Paddy Paddy dee 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 dee. La 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 la
Boing, boing. Booyah chaka, booyah chaka, hey, hey. Booyah chaka, booyah chaka, hey, hey. Holy, dum 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 dum. So. Da sind wir jetzt hier auch mittlerweile so weit.
jetzt unter was unter Einstellungen gucken. Auf jeden Fall sind wir dann hier gleich schon fertig auf Feld 5 und 15. Das schöne Feld. Aber ich glaube nicht mal, dass wir das jetzt in der Sitzung noch fertig machen. Dann machen wir dann später fertig. Und dann sage ich mal bis später.